you know. Shake up the feeling. So come on. Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein besonderer Tag und zwar ist heute Nikolaus, der 6.12. Und ich mache jetzt einen Fan glücklich, indem ich ihm ein XXXL Fanpäckchen packe. Dies habe ich zusammen mit seiner Mom geplant und ja, ich bin mal gespannt, wie er sich dann letztendlich freuen wird, wenn das Fanpäckchen ankommt. Und ihr sollt natürlich auch nicht leer ausgehen. Ich habe dementsprechend einen Gabentisch vorbereitet, so wie man das hier im Ruhrpott nennt. Und den zeige ich euch jetzt einfach mal. Das ist der Gabentisch. Ich wette mit euch, jeder von euch will davon etwas haben. Ich würde sagen, wenn wir auf dieses Video über 1000 Likes schaffen, werde ich davon 3 spezielle Päckchen hier in den Kommentaren unter allen, die kommentiert und geliked haben, verlosen. Ist das ein Deal? Klingt doch super. Perfekt. So, Freunde, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier zum Tisch und nehme ein paar Sachen und packe sie dementsprechend hier in den Karton. Und ich bin mal gespannt, ob sich dann der Fan freuen wird. Ich kann schon mal so viel sagen, seine Mutter und ich haben das zusammen geplant und dementsprechend bereite ich jetzt alles vor und schicke das Paket dann direkt morgen früh einmal ab, damit ich zu Weihnachten und zu Nikolaus einem eine Riesenfreude machen kann. Willst du auch sowas? Dann schreib es mir einfach mal in die Kommentare, dann kann ich das öfter mal machen, ne? So, okay. Wir schnappen uns als erstes mal den Landwirtschaftssimulator 19. Der muss auf jeden Fall hier rein. Den stellen wir einfach mal hier in diese Ecke. Dann brauchen wir ein Bauhof Weber, eine Bauhof Weber CD-Hülle. Viele meinen ja immer noch, das wäre das Add-on, aber es gibt kein Bauhof Weber Add-on. Das habe ich ja schon oft gesagt. So, dann nehmen wir einmal eine Kehrmaschine. Jeder kennt die Kehrmaschine von Bauhof Weber. So, dann nehmen wir einfach mal zwei Rosies. Die stellen wir mal hier drauf. So, was haben wir denn noch so Schönes hier rumfliegen? Also, ich habe hier schon mal eine Autogrammkarte vorgefertigt. Die kommt auch mit hier rein. So. Dann noch eine Bauhof Weber Karte. Frohe Weihnachten. So. Was haben wir denn sonst noch? Ich würde sagen, eine Landwirtschaftssimulator-Mütze. Können wir auch noch nehmen. Die ist auch super schick. So, würde ich auch einmal mit hier reinpacken. Dann. Als nächstes würde ich sagen, greifen wir einfach mal hier unter den Landwirtschaftssimulator 19. Da habe ich nämlich noch eine Platinum-Edition rumfliegen. Die packe ich dann auch einfach mal mit hier rein. Jetzt müssen wir mal echt gucken, dass das hier irgendwie passt, ne? So. Okay, perfekt. Gut, dann machen wir weiter. Das ist echt super viel. Wer von euch hätte das denn gerne? So, dann nehmen wir einmal ein Rosie-Kissen. Wer Rosie nicht kennt, Rosie ist meine wunderbare Kuh hier. Das ist Rosie. Rosie, sag mal hallo. Hallo. Okay, so, das packen wir auch noch rein. Reicht oder reicht nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, reicht nicht. Packen wir noch hier von Bauhof Weber den Turnbeutel mit rein. So. Reicht das jetzt? Ich überlege gerade, was haben wir denn noch hier auf dem Tisch rumfliegen, auf dem wunderbaren Gabentisch von Bauhof Weber. Also eine Kehrmaschine haben wir drin. Bauhof Weber CD-Hülle ist drin, LS19 ist drin, LS17 ist drin. Was haben wir denn noch alles? Also wir haben so viel hier drin, Freunde. Genau, wir packen noch ein Mauspad hier rein. Das habe ich hier gerade auch noch rumfliegen. Von Aris Gigabyte kommt dann noch ein Mauspad mit rein. Und dann würde ich sagen, reicht das eigentlich auch, oder? Ja. So, Freunde, das war's dann auch mit diesem wunderbaren Päckchen. Das wird dann morgen früh direkt rausgesendet. Das T-Shirt, was ich hier anhabe, könnt ihr euch im Bauhof Weber Shop bestellen. Bestellt jetzt am besten, dann habt das pünktlich zu Weihnachten unterm Tannenbaum liegen. Dementsprechend, wenn ihr sowas öfters haben wollt, wie bereits gesagt, lasst mal einen dicken Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Nikolaus und jetzt schon mal frohe Weihnachten. Bis dahin, euer Benny.